Hallo, mein Name ist Michael, ich bin Tierarzt und Jäger und heute gehen wir der Frage nach, ob der Schuss auf den Teller, also auf das Haupt bzw. den Kopf, weitgerecht ist. Hier haben wir das Haupt eines Überläufers, der aufgebrochen ca. 30 Kilo gewogen hat. Jetzt wollte ich euch den Bereich zeigen, wo das Gehirn liegt. Das liegt nämlich zwischen dem Licht und dem Teller. Bei diesem Stück nur 3 Finger breit, ein sehr kleiner Bereich. Besser ist das sogar zu sehen, wenn man den Schädel mal aufklappt. Das haben wir hier getan. Dann sieht man hier das Gehirn, gerade nur eigroß. Hier die Nasenscheidewand, die Zunge. Also im Vergleich zu dem kompletten Schädel ist dieser Bereich des Gehirns wirklich sehr klein. Und daher ist der Schuss auf den Teller tierschutzwidrig und sollte nicht durchgeführt werden.